Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Ungeschminkt Karneval-Special. Ich bin heute allein, aber mache heute etwas sehr, sehr Cooles mit euch. Es ist ja bald Karneval und habt ihr eigentlich schon ein Kostüm? Ich habe noch keins, aber das werden wir heute ändern. In München feiert man ja Fasching und kein Karneval und da hat man dann auch gar nicht so viele Kostüme zu Hause. Ich hatte früher, als ich noch jünger war, so in der Schule oder im Kindergarten Kostüme, die mir meine Mama zum Beispiel gebastelt hat. Aber heute basteln wir zusammen selber welche und die sind auch gar nicht zeitaufwendig und ihr braucht auch gar nicht viele Sachen dafür. Also würde ich sagen, los geht's! Für das erste Kostüm braucht ihr eigentlich nur ein gestreiftes T-Shirt, eine Maske und eine schwarze Mütze. Und dann könnt ihr noch einen Jutebeutel bemalen, zum Beispiel mit einem Dollarzeichen. Vielleicht habt ihr auch schon erraten, was das für ein Kostüm ist, und zwar ein Dieb. Und zwar braucht man ja eigentlich nicht viele Sachen. Ein gestreiftes T-Shirt hat man zum Beispiel schon zu Hause, eine Mütze ja auch meistens und vielleicht noch eine schwarze Jeans, damit es auch wirklich cool und gangstermäßig aussieht. Und weil dieses Kostüm so einfach zu machen ist, könnt ihr da zum Beispiel auch mit eurer ganzen Mädelsgruppe im Partnerlook rumlaufen. Wenn ihr eher Lust auf was Süßes habt, dann könntet ihr euch auch als Popcorn verkleiden. Dazu braucht ihr einfach ein weißes T-Shirt. Das beklebt ihr dann mit Popcorn sozusagen. Dazu benutzt ihr einfach Papier, das ihr dann zusammenknüttelt und das könnt ihr gelb ansprühen. Wenn ihr das Papier ansprüht, dann achtet einfach darauf, dass ihr das Ganze draußen macht und eine Unterlage verwendet. Und das Papier klebt ihr dann mit Heißkleber auf euer T-Shirt. Fertig sieht das dann so aus. So. Und dann braucht ihr noch einen Rock. Ich habe hier einen rot-weißen, ist natürlich perfekt. Ihr könnt aber auch einen weißen mit roten Streifen bemalen. Dann könnt ihr noch echtes Popcorn mitnehmen. Dann habt ihr immer was zu naschen für unterwegs und euer Kostüm ist komplett. Das Kostüm kann man auch super einfach zusammen mit den Freundinnen an einem Mädelsabend basteln. Das nächste Kostüm, das ihr auch ganz einfach selber machen könnt, ist ein Meerjungfrauen-Look. Ich habe einen Haarreif genommen. Den hat man ja meistens schon so zu Hause. Und habe mit Heißkleber dann ganz viele Muscheln draufgeklebt. Fertig sieht das dann so aus, also super hübsch. Ihr könntet euch dann auch noch etwas Glitzerndes anziehen oder Glitzer ins Gesicht machen oder Klebetattoos auf die Arme zum Beispiel machen. So einen ähnlichen Look kennt ihr vielleicht schon von Sarah. Sie schminkt sich das ja öfters, wenn sie zum Beispiel auf ein Festival geht und das sieht so, so schön aus. Ich hoffe, euch haben meine drei Kostüme gefallen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, als was ihr in Karneval geht und welche Kostüme ihr vielleicht ausprobieren wollt. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren und das Glöckchen aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Karneval und bis zum nächsten Video. Tschüss!